Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, herzlich willkommen zum zweiten Duell unserer Kamigawa Neon Dynasty Full Power Deckduellen mit dem Julian. Tag. Und mir, der Jenna. Wir haben uns mal wieder Decks mit Zugriff auf alle Karten aus Kamigawa Neon Dynasty gebaut. Ich habe mir ein grün-weißes Verzauberungsdeck gebaut. Du hast dir ein rot-weißes Samurai-Deck gebaut. Genau. Die Deckvorstellungen von uns beiden sind jetzt noch nicht auf YouTube hochgeladen, werden aber noch folgen. Die Duelle werden auch noch auf YouTube hochgeladen. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit Würfeln. Clean! Das war, muss man einfach mal kurz sagen, das war ein gutes Intro, Sarah. Oh, dankeschön. Kein Fehler, dankeschön. Drin. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du wirst, zu Hause vom Spiegel. Du wirst immer besser. Okay, ja, höher? Ja. 19, ja, das ist ja schon mal ein guter Start. Ich glaube, ich habe gesagt Start. Tiefer, ne? Nee, du hast 5, ja, dann möchte ich anfangen. Ich habe mich mal. Vertraust du mir etwa nicht? Ich vertraue dir nicht. Wieso sollte ich dir vertrauen? Wow. Okay, du fängst an. Natürlich. Was denn sonst? So. Wollen wir mal gucken, wie das Deck läuft. Und direkt weg. Das ist auch mal schon wieder ein super Start. Und ein super Mulligan. Ich glaube, ich halte das mal. Hast du eigentlich auch alternative Artworks in deinem? Nee, habe ich nicht dran gepackt. Nee? Aber ich sag dir, nächstes Set. Ich hab so kurz überlegt, ne? Ob ich das. Ich habe aber gefragt. Die Wanderin um alternative Artworks. Ja, möchtest du abheben? Nö. Ich habe tatsächlich gefragt, ob wir das dürfen und wir dürfen. Heißt also, nächstes Set wird mein Deck nur noch aus alternativen Artwork-Karten bestehen. Ich hab also. Ich habe nicht abgehoben. Ist selber schuld. Wie bitte? Wie soll ich die Länder so reingemischt haben? Zeig mal. Wenn du es nicht hältst, zeig mal. Wieso hältst du das nicht? Verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Hast du nur 5 Länder? Nein. Nee. Sag mal, wie ist das möglich? Wenn ich die schon. Wie ist das möglich, dass ich 6 Länder hintereinander habe, wenn ich die so hier reinmische? Ja. So, mit so einem. Das ist gar nicht möglich eigentlich. Ja, Julia mit einem starken Stark. Start. Ja, schon wieder so perfekt, ne? Mein Gott, wie viel Pech muss man haben? Bin ich schon wieder richtig. Oh. Das ist Wutlevel 10. Mhm. Von 10. Von 10. Mhm. Wenn du jetzt noch Karten in deinem Deck hast, die mich Karten abwerfen lassen, ne? Nee, dann gibt's richtig Lauer. Krieg zu Hause. Oh mein Gott. Peitschniebe. Ja, muss ich ja mal halten, ne? Nein. Nur doch noch ein Mulligan. Nö. Okay. Dann halt nicht. Wow. Gut, ich fange an, ne? Mhm. Ebene, du bist dran. Du bist dran. Zieh eine Karte. Ich spiele ein Gebirge, du bist dran. Das ist natürlich jetzt auch kein schneller Start, weil wenn man schon mal genau 5 hat, ne, dann. Ich muss mir die Karte erstmal durchlesen. Und dann ist die Hand auch nicht perfekt. Kami der Vergänglichkeit, 2-2 mit Trampelschaden. Immer wenn ich einen Verzauberungszauber wirke, lege ich einen +1/+1 Marke auf den Kami der Vergänglichkeit. Und zu Beginn jedes Endsegments und falls in diesem Zug eine Verzauberung aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wurde, kann ich den Kami aus meinem Friedhof in meine Hand zurückbringen. Dann bist du dran. Dann ziehe ich eine Karte. Achso, nee, Julian kriegt kein Free Mulligan, ganz sicher nicht. Achso. Und heute gibt es leider kein Brot. Nee. Tut mir leid. Aber es gibt Rosinenschnecken für Julian, weil ich fertig ist. Ja, ich spiele erstmal eine Ebene und dann spiele ich für 3 Mana. Die kaiserliche Unterdrückerin, 3-2 und immer wenn ein Samurai oder Krieger nicht kontrolliere, alleine angreift, habe ich eine Kreatur meiner Wahl, die ich nicht kontrolliere. Dann bist du dran. Cool. Bernd sagt nein, genau. Heute nicht.
Spiel mal, Yugan verteidigt den Tempel, eine Sage, sagt auf Stufe 1, erzeuge einen 1-1 grünen Mensch-Mönch-Kreaturspielstein für mit Tappen, erzeuge ein grünes. Bei 2 sagt er, lege je eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Und bei 3 schicke ich die Sage ins Exil und bringe sie transformiert ins Spiel zurück. Dann ist sie das Relikt des aufstrebenden Sterns, 2/2 fliegend. Sagt immer, wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich X bezahlen. Wenn ich das tue, lege ich X +1/+1 Marken auf jene Kreatur. Und solange ich 5 oder mehr modifizierte Kreaturen kontrolliere, erhält das Relikt des aufstrebenden Sterns +5/+5 und Trampelschaden. Geht auf 1, krieg einen Mönch. Es geht eine Marke auf mein Kami. Wo ist die 1? Da ist die 1. Kannst auch gleich eine 5 drauflegen, ist okay. 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 Wow, der Mönch sieht so cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Der Mönch-Token? Ja, ne? Ja, machst du noch was? Machst du noch was? Nein, ich gebe ab. Jenna greift nicht an, obwohl sie eine 3-3-Kreatur hat. Ja, weil du eine 3-2-Kreatur hast und meine ist sehr viel cooler als deine Kammen, also greif dich nicht damit an, damit du sie totblockst. Eiganschuss ist des Kaiserreichs. Macht mein weißes Mana. Cool. Spiele ich als Land. Oh, was? Gabe des Zorns. Verzaubert ein Artefakt oder eine Kreatur, solange die verzauberte bleibende Karte eine Kreatur ist LC +2/+2 und Bedrohlichkeit und wenn sie das Spiel verlässt, erzeuge ich einen 2/2 roten Geist mit Bedrohlichkeit. Und dann greife ich dich mal an und tappe dir, weil sie ein Samurai ist und alleine angreift, kann ich eine Kreatur von dir tappen. Und das ist das auch eine Kammen? Spielst du nur mit Kammens? Ja, ich spiele sehr, also die Samurai sind tatsächlich, glaube ich, auch im Pauper-Format stärker, weil es nicht so viele Rare und Mythics Samurai gibt. Tja. Ja. Oder, ja, gibt es noch ein paar schöne Karten, aber auch nicht viele. Bei dir ist es andersherum. Ja, bei mir ist es andersherum. Ich tapp dir den Menschen. Okay, lass ich durch. Okay. Ich 5, ne? Mhm. Das krieg ich sofort zurück. Hättest du auch nehmen können. Hättest du auch nehmen können, Jenna. Da bist du dran. So, ich enttappe. Ich ziehe, hier geht eine Marke drauf. Ich lege 2+1/+1 Marken auf. Bis zu 2 Kreaturen geht eine auf den Mönch, eine geht noch auf den Kami. Dann kommt bei mir eine Ebene. Für 2 kommt ein Yukai Naturalis. 2/2 Lebensverknüpfung. Sagt Verzauberungszauber, die ich wirke, kosten beim Wirken 1 weniger. Er ist eine Verzauberungskreatur, das heißt Trigger. Es geht eine Marke auf den Kami. Dann kosten meine Verzauberungen jetzt alle 1 weniger. Das heißt, für 2 kommt bei mir noch Berührung des Geisterreichs. Verzauberung. Wenn sie ins Spiel kommt, schicke bis zu einem Artefakt und oder eine Kreatur deiner Wahl ins Exil, bis Berührung des Kaiserreichs das Spiel verlässt. Achso. Und ich hätte es auch mit Blutzoll spielen können. Aber hier geht noch eine Marke auf den Kami der Vergänglichkeit und dann woher hat der schon 4 Marken? An. 1/2. Für 8. Dadurch 2. Achso, da. Ja, stimmt, da. Die Fähigkeit gibt ja Marken. Wo? Wie viel? 8. Sheesh. Okay, ey. Übertreib halt einfach komplett. Keine Chance, ja. Yes. Hier eine Karte. Ja. Ich gebe ab. Ha? Ja, du hast mir meine Kreatur zerstört. Jetzt kann ich meine Kreatur nicht mehr pumpen. So. Und deine Kreaturen sind leider auch zu stark. Warte, ich schicke den ins Exil und dann bringe ich sie transformiert zurück. Das heißt, sie kommt ja eigentlich als Verzauberungskreatur zurück und müsste dadurch nochmal den Kami triggern, ne? Ja. Ja. Boing! Der Kami ist richtig gut. Also erst recht in so einem Deck ist, ja. Den Weber der Harmonie, 2/2 andere Verzauberungskreaturen, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1. Und für ein grünes und tappen sagt der Kopierer eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl, die du kontrollierst und die eine Verzauberung als Quelle hat. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Trigger. Ach, der kostet sogar nur 1. Ist bei Verzauberung eines günstiger. Sag mal, WTF. Nein, Kami sagt, wirkt. Ah, okay. So. Ah, oh, ist halt nur 7/7. Oh, nein. Oh. Ach was. So. Wie viele Leben hast du? 12. Ich mach.
Du greifst mit allen an. Ja, das ist ja perfekt. Dann spiele ich die Wanderin. Die wandernde Kaiserin. Ne? Aufblitzen, solange sie ich in diesem Zug spiele. Ja. Kann ich ihre Loyalitätsfähigkeiten zu jedem Zeitpunkt aktivieren, zu dem ich auch einen Spontanzauber aktivieren könnte. Für plus 1 kann ich eine 1 plus 1 Markov bis zu einer Kreatur legen, sie hält Erschlag. Für minus 1 kann ich einen 2-2 Samurai erzeugen mit Wachsamkeit. Für minus 2 kann ich eine getappte Kreatur meiner Wahl ins Exil schwingen, um 2 Lebenspunkte zu halten. Da geht sie natürlich auf 1. Ey. Nimm dein Kami und schick den ins Exil. Ey! Ich darf noch reagieren. Du bist gemein. Ach, ins Exil gleich. Krieg ich noch 4, ne? Ja. Ja. Gut. Dann bist du dran. Das ist gemein. Zieh eine Karte. Du. Ja. Ich krieg noch. Hab ich mir die 2 Leben schon genommen? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Nee, hatte ich nicht. Achso, du kriegst außerdem noch einen Schaden mehr, weil Verzauberungskreaturen plus 1 plus 1 kriegen. Dann, sag ich minus 1. Machen wir mit Samurai. Für 2 spiele ich ein Kami-Leuchtfeuer auf deinen 2-2er. Fügt deiner Kreatur deinem Planeswalker deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Und es fügt dem Basher noch 2 Schadenspunkte zu, falls ich eine modifizierte Kreatur kontrolliere. Dann spiele ich Geschichtenflechtung, Spontanzauber, bestimme eines, lege 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, oder lege 2 Sagenmarken auf eine Sage deiner Wahl, die du kontrollierst. Das nächste Mal, dass eine oder mehrere Verzauberungskreaturen in diesem Zug unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kommt jede von ihnen mit 2 zusätzlichen plus 1 plus 1 Marken. Dann müsstest du bestimmt die Sagenmarken nehmen, oder? Ich hatte meinen Weber, der Harmonie. Oh, jetzt ist er sogar ein 4-4er. Echt, ey. Das ist auch, guck mal, dass du eben für ein Maler 2-2 und versteckt Kreaturen. Das ist einfach so OP. Also einfach halt witziger, ne? Ja, dann bin ich fertig. Mehr kann ich nicht machen. Ah, das Slack von Jana legte aber richtig los, also. Ah, ja doch, ich glaube, du hast aber auch ziemlich gut gezogen, oder? Mein Deck ist einfach gut. Da kann man nur gut ziehen. Okay. Die sind ja auch alle nicht mal legendär, ne? Oh ja. Au, der Morgenhimmel, 5-4 fliegend Wachsamkeit. Wenn er stirbt, bestimme ich eines. Entweder schaue ich mir die obersten 7 Karten meiner Bibliothek an, bringe davon eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten mit Gesamtmanabetrag 4 oder weniger, die keine Länder sind, ins Spiel. Der Rest geht in zufälliger Reihenfolge unter in meine Bibliothek. Oder ich lege auf jede bleibende Karte, die ich kontrolliere und die eine Kreatur oder ein Fahrzeug ist, 2 plus 1 plus 1 Marken. Hattest du Lebenspunkte genommen? Oh, nee, hatte ich nicht. Dankeschön. Und Dorn. Darf ich einfach mal sagen, dass er mich überrennt, ne? Ich habe 2 weiße Mana offen. Es gibt eine Karte für 2 weiße Mana, die irgendwas kaputt macht. Und ich weiß, weil ich sie in meinem Sideboard habe, aber ich weiß nicht mehr, was sie macht. Kann ich mir machen. Ist eine Hexerei, okay. Ich hab Angst. Greif dich an. Ach, mit der machst du auch Samurai? Kann das sein? Mit der machst du dann auch Samurai? Kann das sein? Doch. Doch, ja. Das war schon. Ja. Ich hab hier dich, das Samurai-Dick. Den. Der ist die einzige Figur. Ist der einzige zweite. Oh, ja, warte, sonst bin ich tot, ne? Bin ich nicht so oder so tot. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, du konntest noch leben. Ich könnte noch leben. Aber du hast 2 Flieger, die mich angreifen. Nein, nicht. Okay. Ich
lass durch. Juhu! Jetzt wird erstmal direkt gesideboardet. Hä, warum? Warum wohl? Tja, da, warte. Ja. Ich muss nicht sideboarden, mein Deck hat gewonnen. Tja, das ist die Rache für die Pauper-Decks. Ich sideboarde dich jetzt so tot. Das glaubst du mir nicht. Hast du dein Set, achso, ich wollte gerade fragen, ob du dein Sideboard eingetütet hast. Aber du nimmst nur, wie viele Karten nimmst du da jetzt bitte raus, Julian? Ich sideboarde dich tot, hab ich gesagt, ne? Ich hatte außerdem noch eine Wanderin auf der Hand. 2, 4, 5, 6. 6 Karten. Nee, da gewinnt, ich gehe da jetzt voll drauf, ey. Da müssen jetzt hier die harten Maßnahmen ergriffen werden. Da wird jetzt richtig gebordet. Denkst du, das rettet dich? Da wird jetzt richtig gebordet. Hast du dich vom Papa gerettet? Nee, aber ich habe auch gegen Papa die Karten nicht gezogen, die ich gebordet habe. Tja, dann wird das gleich auch nicht passieren. So, dann borde ich jetzt erstmal 8 Karten. 8 Karten. Ich tüte die aber jetzt extra an. Ja, mal gucken, ne? Ob. Tja, ich bin eigentlich schon dafür, dass ich jetzt gewinne. Weil dann kriegen die Leute, die auf mich gesetzt haben, gleich irgendwie 2,8-fach ihre Punkte. Oder so. Ja, die würden sich freuen. Ja. Ja, das war aber auch, glaube ich, ja, das war ein ziemlich starker Zug von dir. Ja, aber so oder wie Züge. Hier im Chat steht, ich glaube auch, dass Ninjas vermutlich mein Deck trotzdem irgendwie überrennen werden. Ja, die Ninjas. Die sind einfach so stark. Die entferne erstmal all deine Handkarten, sodass du keine Handkarten mehr hast und immer nur mit der obersten Karte deinem Mythic spielst. Und die Karte, die du dann spielst, schicken sie immer wieder auf deine Hand zurück, dass du sie halt immer wieder ausspielen musst. Und aber dann halt direkt wieder auf die Hand geschickt wird, dass du halt nicht mal angreifen oder blocken kannst, gefühlt. Oder sie wird dir dann einfach auch noch von der Hand ins Exil geschickt oder in den Friedhof gelegt. Also. Ninjas sind auch ziemlich stark. Ich glaube, da sind tatsächlich auch die Samurai der schwächste Tribe, aber ich werde jetzt nicht sagen. Bist du traumatisiert, Julian? Ja, total. Aber das jetzt hier soll jetzt auch keine Ausrede sein. Die Ausrede dafür, dass du verloren hast? Ja. Das waren die, geboardeten Karten hier ins Deck gemischt, ne? Denkst du, die 8 Karten retten dich? Also, sie können mir auf jeden Fall schon mal gut helfen, glaube ich. Zerstöre eine Verzauberung. Sind das solche Karten? Das ging mein Deck, glaube ich. Zerstöre Jenna. So. Oha, Jenna, ja. Hebt ab. Das war. Willst du anfangen? Leg dir mal hier eine 1 hin. Oh, danke schön. Möchtest du anfangen? Ja, natürlich. So, ja, halte ich. Ich auch. Ich starte, ne? Ja. Verstärkter Runin kommt für 2 mit Eile. Und zu Beginn meines Endsegments muss ich ihn auf die Hand zurücknehmen. Für 2 Mana kann ich Blutzoll und ihn auf eine Karte ziehen. Da bist du dran. Uff. Du bist dran. Verstärkter Runin. Alganjo Vorbild. 2-1 und immer wenn ein Samurai oder Krieger, den ich kontrolliere, alleine angreift, erhält er +1/+1, bis zumindest du bist. Du bist dran. Kami der Vergänglichkeit. 2-2 Trampelschaden, immer wenn ich einen Verzauberungszauber wirklich einer +1/+1 Marke auf den Kami. Zu Beginn jedes Endsegments und falls in diesem Zug eine Verzauberung aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt wurde, kann ich den Kami aus dem Friedhof meine Hand zurückbringen. Dann bist du. Ziehe ich.
Kami Leuchtfeuer. Jetzt ist es auch Wissen, ne? Ja, hat auch Kami im Namen. Fügt einer Kreatur namens Planeswalker 3 Schadenspunkte zu. Falls ich dann eine modifizierte Kreatur kontrolliere, fügt sie dem Herrscher noch 2 Schadenspunkte zu. Auren, Ausrüstungen, Marken und Modifizierungen habe ich jetzt nicht. Und dann komme ich noch für 3. Da musst du dran. Weil er sich selbst pumpt. Was? Der pumpt sich selbst? Oh mein Gott. Julian, was soll das denn? Ich spiele mal den Yukai Naturalist 2-2 Lebensverknüpfung. Verzauberungszauber, die ich hier kostet, wirken 1 weniger. Da bist du dran. Tapezier. Spiel eine Ebene. Also die Artworks von den Karten sehen aber auch schon richtig nice aus, ne? Mhm. Ich spiele mal für 2 Mana das Katana der Ahnen. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger nicht kontrolliert alleine angreift, kann ich 1 bezahlen. Und wenn ich das tue, kann ich das anlegen. Sonst anlegen 3. Und die ausgerüstete Kreatur hat +2/+1. Und dann greife ich mit meinem Ganjo-Vorbild an und rüste das Katana an ihn aus. Was heißt, der ist jetzt 5/3. Dann bist du dran. Für 1 weniger, Yugan verteidigt den Tempel. Sagt auf Stufe 1, erzeuge einen 1-1 grünen Mensch-Mönch-Kreaturspielstein mit für Tappen, erzeuge ein grünes. Auf 2 lege je eine +1/+1 Marke auf bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Auf 3 schicke ich die Sage ins Exil und sie kommt zurück als Relikt des aufstrebenden Sterns. 2-2 fliegend, immer wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich X bezahlen. Wenn ich das tue, lege ich X +1/+1 Marken auf jene Kreatur. Solange ich 5 oder mehr modifizierte Kreaturen kontrolliere, erhält das Relikt des aufstrebenden Sterns +5/+5 und Trampelschaden. Mhm. Geht auf 1. Ich bekomme einen Mönch. Dann nochmal. Ach, ist nicht auf legendär. 1. Ja. Ich bekomme einen Mönch. Puh. Ja. Und dann greife ich für 2 an. Bin ich dran? Ja. Jetzt habe ich Zier. Spiel eine Ebene. Mhm. Lass es. Dann spiele ich für 2 Mana mal einen selbstlosen Samurai 2-2, immer wenn ein Samurai oder Krieger, den ich kontrolliere, alleine angreift, erhält er Lebensverknüpfung bis zu meines Zuges und ich kann ihn opfern und einer anderen Kreatur, die ich kontrolliere, Unzerstörbarkeit geben bis zu meines Zuges. Und dann greife ich dich an für 5. Hört ihr Trampelschaden? Nein. Dann blockt ein Mönch. Ja, ich krieg 5 Leben. Second Main spiele ich dann noch ein Bannen Schnitt auf deine Kreatur. Zerstört ein Artefakt, eine Verzauberung oder eine gezappte Kreatur. Falls ich dann ein Artefakt oder eine Verzauberung kontrolliere, als solchen 2-2 Samurai mit Wachsamkeit. Du. Okay, hätte ich auch auf eine Verzauberung spielen können, aber nein. Du bist dran. Jetzt kriegst du alles zurück. Ich hoffe, das weißt du, ne? So, die gehen auf 2. Es gehen 2 Marken auf den Mönch. Jetzt. Ich hab doch gesagt, ich borde. Maßregelung des Meisters. Eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, fliegt einer Kreatur oder einem Planeswalker meiner Wahl, dem bzw. die ich nicht kontrolliere, Schadenspunkte in Höhe oder Stärke zu. Füg dir mal deinem Vorbild Schaden zu. Hoffe ich, mir zur Stubberkarte zu gehen. Okay. Dann tappe ich den für ein grünes. Berührung des Geisterreichs, Verzauberung und dann schicke ich dir das Vorbild ins Exil. Ah, das geht. Und dann bist du dran. Das ist fies. Leg dich nicht mit mir an. Leg dich nicht mit mir an, Julian. Oh, leg dich nicht mit mir an. Zweimal das Ding. Zweimal der Ronin und dann greife ich mit
Ah ne, warte mal. Ich muss erst ausrüsten, weil ich ja nicht alleine angreife. So, rüste ich das Schwert auf den Samurai aus und dann greife ich mit allen an. Für? 4, 8. Mhm. Da bist du. Das kenne ich auf jeden Fall, deine Handkarten. So, die beiden gehen auf 3 und werden beide zu Kreaturen. Für 2, der Weber der Harmonie. Andere Verzauberungskreaturen, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1. Er selbst ist 2/2 und sagt, für ein grünes Tappen kopiere eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl, die du kontrollierst und die eine Verzauberung als Quelle hat. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Und dann... schicke ich dir den Token noch ins Exil. Krieg ich die Verzauberung direkt wieder, ne? So. Dann bist du dran. Dass du auch noch 3 Removal auf deiner Hand hast und noch einen Pumper, ne? Also wirklich, das ist auch ein bisschen... Ey, du, ne? Ich versuche einfach nur zu... Ich habe nur noch 4 Leben. Du hast was gezogen, was kein Rona ist. Risona Asari Kommandeurin 3/3 Eile und wenn sie einem Schüler Kaschan zufügt, kann ich eine, und falls sie keine Unzerstörbarkeitsmarke hat, kann ich eine auf sie legen. Und wenn mir dann Kaschan zugefügt wird, muss ich eine Unzerstörbarkeitsmarke von mir entfernen. Dann greife ich aber mit ihr an. Und rüste das Katana aus. Ist jetzt 5/4, ne? Jo. Double Block. Die sind beide 3/3. Ja, dann stirbt einer davon. Welcher denn? Weiß ich nicht. Hm. Da bin ich? Jo. Für 3. Der Wiederaufbau von Heganjo. Die Verzauberung bleibt auf dem Feld. Das war wahrscheinlich noch so. Ja, die hier, ne? Ja. So, sagt auf 1, durchsuche deine Bibliothek nach einer ebenen Standardlandkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Bei 2 kann ich eine Karte abwerfen. Wenn ich das tue, bringe ich eine bleibende Karte meiner Wahl mit meiner Betrag 2 oder weniger aus meinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Bei 3. Ins Exil und kommt dann als Architekt des Wiederaufbaus wieder 3/4 Wachsamkeit und immer wenn er angreift oder blockt, erzeuge ich einen 1/1 farblosen Geistkreaturspielstein. Jo. So. Dann. Ebene, geht auf meine Hand. So ein Verzauberungsdeck ist schon ziemlich stark. Stimmt, die Katze hast du früher auch im Deck. Die Katze? Mhm. Katze? Die 2/2 Katze. Welche 2/2 Katze? Die dir Verzauberung versucht, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Nein? Weil die auf Auren zielt und ich keine Auren spiele. Du meinst die Rare-Katze, ne? Mhm. Ja. Die Samtfoto oder so. Ja, ja. Krass. Du bist dran. Greif dich nicht an. Ich möchte erstmal nicht angreifen. Hm.
Zwei Handkarten hast du. Mhm. Hast du gerade ein Land gelegt? Mhm. Ich habe drei Handkarten. So. Achso. Ich wollte gerade sagen, bei zwei machst du ja den 2-2 auf der Hand. Aha. Aha, ja. Immer wenn der alleine angreift, kriegt er das Ding, ne? Mhm. Ja, dann kostet es nur eins. Sonst kostet es drei. Das, Nur so? Mhm. Ohne die Dings da. Doppelblock. Ein Doppelblock macht sie. Du willst es auch richtig safe haben, ne? Ja, ich spiele trotzdem noch die Kaiserin. Die wandernde Kaiserin. Aufblitzen, kommt mit drei Loyalitätsmarken ins Spiel. Ich kann ihre Fähigkeiten auch aktivieren wie ein Spontanzauber, wenn sie in diesem Zug ins Spiel gekommen ist. Für plus 1 kann ich eine 1 plus 1 Marke auf eine Crit holen. Sie hält Erschlag bis zum Ende des Zuges. Für minus 1 erzeuge ich einen 2-2 Samurai und für minus 2 kann ich eine getappte Kreatur meiner Wahl ins Exil schicken. Ja, mache ich plus 1. Gib ihm eine Marke. Dann geht ihr 4, ne? Oh, ja, manchmal. Sorry. Gibt eine Marke und hat Erschlag und dann, zähle ich auf deinen. Ja, dann stirbt dein Runen auch. Ja. Dann bist du dran. Mhm. Geht auf 2. Ich kann eine Karte abwerfen. Wenn ich das tue, kann ich eine bleibende Karte mit Mana-Betrag 2 oder weniger aus meinem Friedhof getappt ins Spiel zurückbringen. Das ist der Naturalist. 2-2 Lebensverknüpfung versandt. Verzauberungszauber, die ich wirke. Kosten beim Wirken 1 weniger. 3,50 Euro. Ja, 3,50 Euro versandt. Ich spiele für 1 weniger genau. Noch einen Weber der Harmonie. 2-2 andere Verzauberungskreaturen, die ich kontrolliere, erhalten plus 1 plus 1. Für ein grünes und tappen, kopiert er eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit meiner Wahl, die ich kontrolliere und die eine Verzauberung als Quelle hat. Ich kann neue Ziele für die Kopie bestimmen. Mhm. Dann greifen die beiden Beide. Die Wanderin an. Dann stirbt die Wanderin. Ja. Was? Dann stirbt die? Ja. Okay, dann zieh ich mal. Runen. Und dann greift er mal an. Und ich rüste das Schwert an ihn aus. Ja, darauf möchte ich reagieren. Werfe ich mal hier wie spricht man das aus? Busayu, der fortdauernde ab für Blutzoll und sagt, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Nicht-Standardland deiner Wahl, das beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert. Jeder Spieler kann seine Bibliothek nach einer Länderkarte mit einem Standardland-Typ durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach mischen. Es kostet für jede legendäre Kreatur, die ich kontrolliere, eins weniger, aber ich zerstöre die Verzauberung. Müsst du nicht dieser Stein? Nein, völlig nicht. Da, die Ausrüstung. Nimm die Ausrüstung. Und dann ist der jetzt noch 2-2 und greifen die an, ne? Dann komm ich nämlich. Der ist 2-3, ne? Ja. Darauf möchte ich reagieren und Eingreifen der Wanderin spielen und einer angreifenden oder blockenden Kreatur für Schaden schießen. Geblockt ist er aber immer noch. Ja. Dann. Ja, bist du dran. Hm, was hast du wohl auf deiner Hand? Weiß ich nicht. Kannst ja mal raten. Wenn ich richtig rate, gewinne ich dann? Nein. Dann verlierst du. Der wird zum Architekten des Wiederaufbaus
3-4 Wachsamkeit und immer wenn er angreift oder blockt, erzeuge ich einen 1-1 farblosen Geistbildstein. Und dann greife ich dich mit dem Naturalisten und dem Weber an. Für 5. Ich kriege 3 Leben. Das ist das Wichtige dabei. Dann bist du dran. Dann kriegt sie noch Lebensverknüpfung. Ist auch unmöglich, da durchzubrechen, ey. Ich muss halt gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich habe so viele Wochen jetzt verloren. Ja. Ich werf mal Soke-San ab. Das macht was? Das gibt mir, wenn ich es abwerfe, erzeuge ich 2-1-1 farblose Geister. Sie erhalten eine bis zumindest Zuges. Diese Fähigkeit kostet beim Aktivieren weniger für jede legendäre Karte, die ich habe. Oh, so viel kostet das weniger, krass, Julian. Ja. Deswegen ist es besser als Standardland. Hast du solche andere Würfel drauflegen? So. Der ist 3-3, der Menschmönch. Diesen Würfel sieht man noch schlechter. Okay. Aber der ist ja viel zu durchsichtig noch. Durchsichtig? Also, Wo ist der durchsichtig? Nein, der gleiche Farbton, weißt du? Das kann man nicht. Ja, okay. Fahren von Sie fort. Oben nicht erkennen. Fahren Sie fort. Sheesh. Ich habe 4 Schaden auf dem Board. Du hast Lebenspunkte, ein 3-3 und ein 3-4er. Das sieht nicht so gut aus. Ja, witzig. Sorry für die 30 Punkte. 30.000 Punkte. Ja, dann. Ich fühle mich gerade wie Papa. Ja, angreifen macht keinen Sinn, du bist dran. Cool. Wieso hast du denn dann gespielt, Junge? Ja, um dir zu zeigen, dass ich ihn noch hab. Ich hab ihn nicht abgeworfen. Oh. Cyclen kann ich den ja sowieso nur für 2 Mal, hab ich ja nicht mal. Ich greif dich. Ja, hau drauf, Dana. Die haben sowieso Wachsamkeit. Also zumindest einer. Mit den 3. Cool, wie viele sind das? 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetzt gerade, aber ich möchte gerne noch mit Geschichtenflechtung 2 Marken auf den Lebensverknüpfungstypen legen. Das heißt, warte, stopp. 4, der macht 5, 9, 10, 11, 12. 12 genommen, weil die sind ja noch verstärkt. Und ich kriege 5 Leben. Schönes Stack, ja, würde ich auch sagen. Und dann gebe ich ab. Sag es. Ja? Lebhaften Begleiter im Deck. Weiß ich gar nicht, wie die Karte heißt. Das ist der Hund. Der Hund? Ja. Der Hund, der eine Karte ziehen lässt, wenn er ein Spiel kommt. Ach, der. Der 1-1er, ne? Ja. Nee, hab ich nicht drin. Nein, den hast du nicht drin. Was? Der zieht dir eine Karte, der ist ja, super. Der ist 1-1. Und der ist auch eine Verzauberungskreatur. Jenna. Julian. Karten ich wollte lieber Rares reinpacken. Karten Single Winterspiel, Jenna. Ich gebe mir ja auch so, wie du siehst. Kami Leuchtfeuer. 3 Schaden. Hast du aber nicht. Bam. Was hast du wohl auf deiner Hand? Ich cycle den Ronin. Für was? Ne, ich kann ihn für 2 Mana abwerfen und eine Karte ziehen. Sheesh. Sheesh, ein Land. Ui, da bist du dran. Ach, oh, ich habe ganz vergessen, dass ich hier noch einen Geist kriege. Warte. Da steht, ja. Ich krieg den noch, ne? Ja. Ah, nimm ihn dir einfach. Nee, warte, ich hab selbst welche. Ich hab selbst welche. Ja. Ah, dankeschön. Ja, ich würde mal sagen, die Sache ist, gegen dich ist es nicht so schlimm zu verlieren, weil du nicht so provozierst, wie eine gewisse Person, die gerade im Nebenraum sitzt und vielleicht diesen Stream schaut oder mich hört und gerade was ruft. Ich greif die an. Ja. Du greifst mich an, ja. Willst du mich wirklich angreifen? Ich bin dein Bruder, Tanner. Du bist tot. Was? Du bist tot. Wieso? Ich blocke. Da. Da. Dann lege ich hier nochmal 2+1+1 Marken drauf. Das reicht und dann kriegst du 6 Schaden.
Ach, der greift auch an. Ja, klar greift der an. Ja, pff, nee, weißt du? Den sehe ich doch nicht, wenn er ungetappt ist. Bam. Das ist ein glattes 2-0 für Jenna. Also im zweiten Zug war ich ja sogar schnell, hab sie ja auch direkt wieder runtergehauen, wie bei Papa, aber... Hat nicht gereicht, haha. Irgendwie, ja, die haben es dann halt einmal wieder geschafft, sich aufzubauen, ne? Ach ja, ich hätte den Kami ja aus meinem... Ah, oh, ups, hab ich ganz... Der ist in meinen ganzen Karten im Friedhof untergegangen. Sorry. So. Ah, jetzt fühle ich mich gleich besser. Mann, ey. So. Ja, gut. Was war denn? Hm? Siegersong. Ja, du musst tanzen. Natürlich, hä? Ist ja nicht dein Sieg, das ist dieses. Ja, oh Mann, sorry Leute. Sorry. Ach, setz einfach nicht mehr auf mich. Lass es einfach sein, Leute. Sonntage. Ja, das. Also, Julian, irgendwie manchmal gewinnst du, aber kann es sein, dass du meistens bei den Full Power Sachen immer richtig krass verlierst? Das letzte Mal. Nee, die Samurai war noch nicht so stark. Was? Das Vampir-Deck war sogar eigentlich gut. Ach, aber ich hab dich voll abgezogen damals. Ich ja, hab, das weiß ich noch. Naja. So schlecht war das aber eigentlich nicht. Ich suche mir nur einen Kami im Deck. Ich suche mir einfach mal die Traps aus, die nicht so stark sind im Full-Power-Deck. Ich habe den Kami der Vergänglichkeit habe ich dreimal drin. So, und jetzt löse ich die Prediction auf. Ja, und... So, Ergebnis wählen. 2,8, ja. Für mich. Ey. Und jetzt aus Versehen vertippt. Hups. Upsala. Oh, steht da? Ja! So. Du hast das ganz, trotzdem ganz toll gemacht, Joanne. Du musst jetzt nicht weinen. Ne? Du bist trotzdem noch ein Teil dieser Familie. Nein. Was hast du noch alles... Ja. Das hast du alles reingenommen? Das habe ich mir schon gedacht, dass du das reingenommen hast. Spannungsstoß, aha. Wow, so viel Removal hast du nur für mich reingenommen? Ja. Ach so, nee, wir haben die Prediction ja schon aufgelöst. Ja, mach doch nichts, mach noch eins, oder? Aber nö. Nö. Ja, dann mach doch mal die Abmoderation. Wie wär's damit? Ach ja. Ja, gut, wenn es euch gefallen hat, Leute, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und schreibt Jenna ruhig, wie schön, wie gut sie das gemacht hat. Ja. Und dann sind wir jetzt raus für YouTube, aber sehen uns noch im dritten Duell. Oder besser gesagt, wo Papa da nochmal gegen Jenna spielt. Ja. Mal gucken, wer gewinnt. Ich. Ja. Ich. Okay. Tschüss.